Grüß Gott aus Brand Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Heute mit einem Nachtrag oder einer Ergänzung zu einem Video, das ich am 6. April gemacht habe. Und ich denke, auch das muss mal berichtet werden, denn ich hatte am 6. April diesen Jahres davon berichtet, dass die Münchner Lach- und Schießgesellschaft, ein traditionsreiches Kabarett in München, auch weit über die Münchner und bayerischen Grenzen hinaus bekannt, Insolvenz angemeldet hat und hatte. Und das war ja mal keine gute Nachricht im Rahmen unserer Marke Nachrichten. Deshalb heute freue ich mich, mitteilen zu können, dass die Zukunft der Lach- und Schießgesellschaft gesichert werden konnte und das traditionsreiche Kabarett einen neuen Eigentümer präsentieren konnte. Ich lese mal die Pressemeldung vor, mit der kompletten Bandbreite der unterhaltenden Formate und einer von den Veranstaltungen losgelösten Gastronomie wollen die neuen Eigentümer der Lach- und Schießgesellschaft der Kabarettbühne wieder neues Leben einhauchen. Wie am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gegeben wurde, übernehmen fortan Christian Schulz sowie Dr. Ulrich Spandau die Geschicke in der traditionsreichen Sendlinger Institution. Als dritter Gesellschafter ist Münchens ehemaliger Oberbürgermeister Christian Ude mit an Bord. Den kennt in München ja wirklich jeder und wenn der mit dabei ist, dann muss es natürlich auch funktionieren. Schulz, seines Zeichens Fernsehproduzent und Redakteur, sowie der selbstständige Unternehmer Spandau, hatten die in finanzielle Schieflage geratene Lach- und Schießbetriebsgesellschaft bereits kurz nach dem im Februar gestellten Insolvenzantrag interimsweise übernommen. Aufgrund der Schulden im sechsstelligen Bereich, man spricht hier von 150.000 Euro, musste der Spielvertrieb mehrmals eingestellt werden. Eine Fortführung galt als unsicher. Wir haben einiges vor der Brust, sagte Schulz am Mittwoch in den Räumen der Ursulastraße 9. Die neuen Eigentümer haben angepeilt, bis Ende des Jahres wieder ein Programm auf die Beine zu stellen. Wir wollen eine Humorschmiede für junge Kabaretttalente auf die Beine stellen, erklärte Spandau die Ausrichtung. Dabei will die Lach- und Schießgesellschaft nur noch als Veranstalter wirken. Die Gastronomie soll abgesplittet werden. Mit einem jungen Team sei mal kurz vor der Abschluss der Vereinbarung, sodass diese in Kürze den Pachtvertrag mit der Spaten Löwenbräu-Gruppe, die Eigentümer des Lokals, unterschreiben könne. Künftig soll der Laden dann eine offene Spielstätte werden. Im Zuge von Umbaumaßnahmen werden daher unter anderem die bislang verrammelten Fenster geöffnet. Ziel sei es, über die Gastronomie schon tagsüber junge Leute in diese bekannte Lokalität zu bringen, um für das zu interessieren, was sonst an Unterhaltung stattfindet. Der Geist des alten Lades soll dafür unberührt bleiben und erhalten werden. Über die Höhe der Investitionen wollten Schulde und Spandau keine Angaben machen. Darüber haben wir Stillschweigen vereinbart, erklärte Spandau, der zugleich die Rolle wichtiger Unterstützer hervorhebt. Unter anderem vom Kulturreferat der Stadt München, welches die Bühne mit Zuschüssen auch weiterhin unterstützen will. Einen besonderen Dank richtet er zunehmend an den Förderverein Die Ladenhüter. Den vollständigen Beitrag könnt ihr auf t-online.de lesen oder auf dem Businessportal LinkedIn, wo diese Nachricht vom Insolvenzverwalter der Kanzlei Pohlmann Hoffmann veröffentlicht wurde. Wie ich meine, ist das eine gute Nachricht, denn die Lach- und Schießgesellschaft hat auch mich lange Jahre begleitet und das Kabarett, das dort stattgefunden hat, war immer einmalig. In diesem Sinne, das wollte ich euch nicht vorenthalten, dass es da auch mal gute Nachrichten gibt. In diesem Sinne bedanke ich mich wieder fürs Zuhören und fürs Zuschauen und wünsche einen schönen Abend. Ihr seht am Hintergrund am Licht, es ist später geworden.
und natürlich ein schönes Wochenende und freue mich, wenn ihr demnächst wieder dabei seid, egal bei welcher Art von Video es zum Thema Marken bei mir auf meinem Kanal losgeht. Bis dann, Servus!